Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück hier bei Human Fall Flat. Und mit dabei, wie man sieht, die gute Salome. Hi. So, wir sind auch mal wieder anwesend, weil es gibt ein neues Level, das wir unbedingt, weil wir sind ja solche Human Fall Flat Freaks und wir können es kaum erwarten, das neue Level auszuprobieren. Und ja, wie man sieht hier, ich habe diesmal einen neuen Charakter mit reingenommen, statt der, ich weiß nicht, etwas verwirrten Sira. Habe jetzt Winnie mit dabei, sieht man auch hier auf meinem Poppes oder Rücken steht das ja. Und ich versuche irgendwie mein Gesicht gerade in die Kamera zu halten, das geht so schlecht. Halt mich mal irgendwie fest. So. Von Geburt an beginnt das Erlebnis. Ja, der gute Vincent, ein paar kennen ihn von dem Bild, das ich gepostet habe. Und er war ja in noch keinem Let's Play bisher dabei. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du heute mal den da. So, wollen wir gleich loslegen oder hast du was zu sagen? Nö, außer gluck gluck. Nö, nichts da gluck gluck. Gluck gluck. Ich halte mich vehement. Ich bin nicht Schwimmer. Ich sagte gluck gluck. Nö. Nein! So, gut, dann würde ich sagen, lege mal los. Einmal, ach ja, ich weiß gar nicht, ob wir das in diesem Let's Play hatten, diese Lobby ist eine, durch den Workshop, den gibt es ja jetzt seit einer ganzen Weile schon, wodurch auch jede Menge Spielerlevel und sowas gemacht werden. Und, was trickst du denn darum? Hast du schon wieder die Glotze kaputt gehauen? Ja. Diese Frau, ne? Schlimm. Jedenfalls gibt es jetzt den Workshop und da haben eine ganze Menge Spieler ganz tolle Level und ganz tolle Lobbys gemacht und das ist eine Lobby davon und das Level, das wir jetzt allerdings spielen, ist von den Entwicklern. Also das ist ein richtiges offizielles Level und ich bin gespannt. Ich auch. So. Ich werde so ablosen. So, also eine kleine Information nochmal von mir. Es kann sein, dass ich ein bisschen leiser bin, weil wir hatten ein neues Headset ausprobiert gehabt und ich habe damit, glaube ich, alles meine ganzen alten Einstellungen so dermaßen zerschossen, dass es jetzt immer noch ein bisschen Zusammenproblemen kommen könnte. Wir haben zusammen extrem viel rumprobiert, extrem viele Tipps, aber nichts hat funktioniert und jetzt hauen wir das Headset wieder weg, weil es bringt einfach nichts. Nee. Und eine kleine Info, sollte der gute Sinobin hier reinschauen, weil er sich vielleicht freut, juhu, Minecraft, und dann doch nicht. Mein lieber Sinobin, das werden hier nur ein oder zwei Folgen, bis wir das Level geschafft haben. Danach kommt wieder ganz normal Minecraft. Wir brauchten nur mal ein bisschen was anderes und wir lieben dieses Spiel und wir müssen das einfach spielen. Es geht leider nicht anders. Also nicht traurig sein, Minecraft kommt bald wieder. Spätestens irgendwie, ich schätze mal, länger als 2-3 Folgen wird das wahrscheinlich nicht werden. Aber ich bin gespannt und jetzt geht's los. Yay! Ich stell's mir einfach. Ich öle so vor mich her. Es ist so warm. Deswegen habe ich meinen Ventilator. Ja, ich auch, aber es ist trotzdem warm. So, herzlich willkommen im, ich glaube, Dampf-Level hieß das. Steam? Irgendwas? Dampf. So, jetzt beginnt das große Rätseln wieder. Also das bleibt hier oben hängen, das bleibt hier unten hängen. Hier kommt man wieder hoch, wenn man das verbockt. Dots. Das habe sogar ich jetzt gehört und ich stehe unten. Ah, Nein. Hätte sein können. Vielleicht muss ich auf der anderen Seite stehen. Weil wir kennen das so nicht. Das ist komplett blind. Wir haben das also noch gar nicht gespielt. Daher nicht wundern, wenn wir etwas länger brauchen. Warte mal, ich komme mal mit. Oh, das kann man bewegen. Warte mal, geh mal runter. Geh mal runter, geh mal runter. Da kann man rüberschieben. Ah! Sehr gut. Tschüss. Und, ups. Das muss erstmal gewusst sein, ne?
Alter. Erinnert mich so ein bisschen an das mit der Abrissbirne, ne? Das ist Elektro-Elektrik-Level, ja. Ja, so eine Mischung. Oh, Speicher, das war schon der erste Checkpoint. Hui. So, hier muss man, schätze ich mal, das wieder rüberschieben. Nope, geht nicht. Doch, jetzt. Doch, natürlich. Ich glaube noch etwas in die Mitte. Kann ich das ziehen oder ist das zu schwer? Oh, ich glaube, das ist zu schwer. Oh, nee, doch, es geht. Auf was brauchen wir das? Au. Ich schätze mal, um da hoch zu klettern. Hier ist ein Rohr. Ich habe mein Rohr gefunden. Ich habe ein Rohr gefunden. Da, ein Rohr. Hier ist ein Dampfkessel. Ah, wir müssen das Rohr vielleicht in diesen Dampf mit dem Dampfkessel hier oben verbinden. Da mach mir mal auf. Hä? Mach mir mal auf? Ja, mach mir mal auf. Wo soll ich denn aufmachen? Die Tür. Hier oben bin ich. Hallo. Hier oben. Warte mal, ich probier mal. Okay, wir müssen. Ah, okay. Ich bin hier oben. Ja, ich komme mal zu dir. Mit Rohr? Ohne Rohr. Kannst du das Rohr vielleicht so hoch halten, dass ich das von hier oben nehmen kann? Ich kann das Fass hochhalten. Wow. Ich komm nicht hoch. Ach, warte mal, da ist ja auch noch eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, meine ich doch, mach mir die Tür auf. Warte mal, geht das damit? Na. Oh. Ja, es geht, die Tür ist auf. Ah, ich habe das gar nicht gesehen, dass hier auch noch so eine Tür ist. So, andersrum. Warte, ich helf mal mit. Ja, ich will. Andere Seite, du musst da drüber. Warte. So. Irgendwo muss noch ein zweites wahrscheinlich sein. Und das ist vermutlich dahin. Ach, da hinten geht wahrscheinlich erst die Tür auf. Jo, wenn wir das verbunden haben. Irgendwo müsste noch ein zweites Rohr sein. Nein, hier nicht. Hui. Ach, warte mal, komm mal kurz mit. Hm? Was los? Ja. Hier geht's so nicht, aber egal. Und jetzt? Warte, ich komme dann über den anderen Weg wieder zurück. Heißt, falls ich es jemals schaffe, dieses Rohr dran zu kriegen. Was für ein Rohr? Hast du ein zweites Rohr jetzt? Ja. Wo? Woher? Hä? Von der anderen Seite. Das war eins locker gewesen. Das hatte, war heller gewesen als die anderen. Ach, von dem Rohrsystem da drüben oder was? Ja. Wo ja. Da an der Seite war? Ja. Das war eins heller gewesen als die anderen und das habe ich mir genommen. Ach so. Wir brauchen wieder ein Rohr. Ich glaube aber, wenn wir da drüben eins wegnehmen, geht's hier zu. Da oben ist es. Ach du Schande. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Das muss irgendwie so das wieder hoch können. Oh, boing. Entschuldigung. Kann man das irgendwie... Oh! Kann man das irgendwie rausnehmen? Du kannst es irgendwie hochdrücken, glaube ich. Aber oder einfach das Ding. Quetsch. Ich bin stark. Oder wir nehmen einfach mal vorne die Dinger weg. Warte mal. Warte.
Die gehen nicht weg? Nee, ich dachte, die würden weggehen. Das hier vielleicht. Oder war das die ganze Zeit schon so schief? Das war, glaube ich, die ganze Zeit schon so schief. Ach so. Aber es bringt nichts, er fällt sie nur nach hinten runter. Es muss ja nach vorne runter. Was haben wir denn dahinter? Ach, das ist wahrscheinlich, dass wir da hochfahren können dann. Ich guck mal hier unten. Ups. Kann man denn... Kannst du versuchen, so hoch zu laufen? Hä? Hier, guck mal. Hui! Hui! Nein, ich rutsch runter. Okay. Boing. Was ist denn da unten noch? Da war nix. Ah, okay, das ist nur... Also irgendwie müssen wir... Warte mal, irgendwie müssen wir das Ding da runterkriegen. Warte mal, ich mach jetzt mal anders da. Okay, da komme ich nicht hoch. Jedenfalls nicht auf die Schnelle. Achtung! Warum? Ich denke immer zu kompliziert. Warte, nochmal zurück. Weil ich glaube, wir müssen das drauflegen. Auf den Ding. Meinst du? Au. Ich glaube nicht. Ich glaube, das muss ich einfach nur irgendwie drehen, oder dass man da hochkommt oder so. Weißt du, was ich meine? Ach, dass das lange nach oben geht, oder wie? Ja. Warte. Hilfe! Das ist zumindest meine Vermutung. Ja, hilf doch mal mit! Ich bin doch so schwach alleine. Boing! Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin runtergefallen. Warum frage ich überhaupt? Das wird so nicht funktionieren. Sag ich doch. Dann muss das von der anderen Seite. Dudes. Yay! Au! Richtig gedacht. Da. Ich bin Schwung holen und es irgendwie runterschlagen. Achso, ich dachte, man muss da hochlaufen. Nein, du musst es nur irgendwie mit Schwung runterschlagen. Ach so. So. Warte auf mich. Hat es eigentlich gespeichert? Ja. Ja, okay, dann springt Winnie in den Tod. Hui. Ei. Ich hab dich lieb. Ist auch ein Feuer. Hui. Hui. Oh, voll die epische Musik habe ich hier gerade. Ich nicht, ich habe gar keine. Au. Oh, ich habe gerade voll die epische Musik. Komme ich so rüber? Ich weiß nicht, ob ihr sie auch hört, meine lieben Zuschauer, aber ich höre sie definitiv. Was? Ne, ich glaube nicht. Aber man kann das wieder rüberziehen. Guck mal. Ja, wir müssen zum Feuer da hinten hin. Oder? Doch, wir müssen ja zum Feuer. Ja, warte mal, wenn du nach vorne schwingst. Oh, huch. Was sagt das jetzt? Lass mal Buchse in Ruhe. Das war dein Fuß. Komm schon, streng dich an. Aua.
nicht da. Also so wird das nix. Die hat Spaß. Okay, guck mal. Auf dir. Das hängt jetzt fest. Sehr schön. Darauf hatte ich es abgesehen. Ich wusste nur nicht, wie ich es machen soll. Ich komme hier nicht hoch. Oh. Armes Du. Warte. Danke. Bitte. Knack. Weg da. Ich brenne. Haben wir eigentlich an die Fackel gedacht, die drüben lagen? Fackel? jetzt. Kann man nicht die Dinger hier als Fackeln nehmen? Ich glaube nicht. Weil es ist ja auch Holz, das müsste eigentlich auch brennen. Doch, es geht! Es geht, guck mal! Yay! Ah! Jetzt muss es doch rüber. Da. Wie kriegen wir das jetzt da rüber? So kriegt man da drüber. Yay! Na. Go, Vinny, du schaffst das. Oh yeah. Ja. Wuhu. Kriegst du es auf? Na. Boing. Ja. Juhu, funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Warte mal ganz kurz. Hui. Wie viele Minuten haben wir eigentlich gerade? Ich sehe gerade meine Uhrzeit. 17. Nicht. Ich glaube, es werden nur 2 Folgen. Ja, man weiß nicht, wie lange das noch ist. Oh, hat sogar gepasst. Guck mal. Ja. Aber... Ich habe nur ein Boing noch gehört. Aber ich glaube, wir müssen das jetzt mit rübernehmen. Oh, Verzeihung. Ich stehe auf Beine. Warte mal. Ich kann fliegen. Au. Komm, ich. Warte mal, ich versuche dich mal runterzuziehen. Geil. Ja. Warte mal, ich versuch's mal anders. Hoffentlich ist der Gute dick genug. Hoi! Nee, funktioniert auch nicht. Das Fass muss da irgendwie weg. Helf mal, tu mal lieber das Fass irgendwie da weg. Ja, wie denn? Keine Ahnung. Jetzt auch schon mal nicht! Oh. Ja, du hast gesagt, das Fass muss weg. Ich habe gehandelt. Ja, Hi. Hi. Kann ich denn... Also festhalten kann ich es, aber ich werde mit runtergerissen. Und jetzt schnell rüber. Ich stehe drin. Vielleicht noch ein bisschen vor. Genau. Ja, so nicht. Puff. Ah. Warte. Ich glaube, es muss irgendwie hier landen. Warte mal. Ja, sehr schön. Kopfarbeit. Bonbon. Ach, ich liebe diese Geräusche.
So, die Tür ist hier. Die geht aber nur von innen auf. Oh, Alter, mir läuft der Schweiß in die Speckröllchen. Ich glaube, die Rätsel sind mir teilweise auch ein bisschen zu einfach für uns. Ja, wir alteingesessene Veteranen. Ah! Entschuldigung, ich schäme mir. Kann ich denn mit... Pumpelt! Nimm das mal richtig in die Hand, Junge. Das kannst du sonst ja auch. Oh, hier ist eine Leiter. Ich will da. Nein. Auf einmal finden wir hier eine Flex, wo man die Kette mit aufmachen muss. Hi. Guten Tag. Weil ich erinnere mich hier immer gerne an das Schloss, wo man mit einem Stein aufgeknackt hat. Aber wahrscheinlich denke ich gerade wieder komplett verkehrt. Hui! Ja, schön warm. Huch! Jetzt hast du aber ein Mordsrohr. Ja. Geht das Ding da auf? Nee, offensichtlich nicht. Ah, warte mal ganz kurz. was brauche ich denn da? Ich glaube, das hier. Die Ecke. Boing, aua. Jo, das sollte der richtige sein. Yay. Mir ist gerade der Deckel um die Ohren geflogen. Oh. Der Deckel hat mich gerade umgehauen. Okay. Alter, bin ich erschrocken. Ja, mach die Tür wieder zu. Mach die Tür wieder zu. Gute Idee. Boom. Boing. Ich glaube, okay, es muss das hier ran. Okay, mach mal. Ding Dong. Ich guck mal, ob wir noch ein gerades Rohr haben. Nö. Ich habe ein gerades Rohr, aber ich sag nicht wo. Ich glaube, das will keiner wissen. Oh. Hui, bist du stark. So, jetzt brauchen wir nur noch ein gerades. Weil das ist ja, da geht ja Dampf verloren. Das ist auch so ein T-Stück. Vielleicht können wir vielleicht von draußen irgendwo eins mitnehmen. Aber da geht doch der Dampf dann verloren. Da passt doch der Druck nicht, oder? Naja, ich muss mir jetzt überlegen. Ah, da gibt es eine Möglichkeit, wie du das machen kannst, ohne dass es verloren geht. Ah. Wenn wir die irgendwie miteinander verbinden, ohne dass da was verloren geht, müsste es normalerweise funktionieren, aber ich weiß nicht wie. Hm? Ich fand sowas eigentlich immer sehr schlecht. Ach, warte mal, das passt ja gar nicht. Das passt ja auch gar nicht. Meine!
Weit! Nicht dabei. Ah, deswegen haben wir so viele, weil jetzt brauchen wir wahrscheinlich wieder das da. Alter, die Dinger müssen doch, die müssen doch knallheiß sein. Warte mal, merk da. Was? Na, jetzt komm her. Nimm das mit. Aua! Och, was, sag mal. Jetzt pack das doch mal da ran. Noch nicht. Ich will was gucken. Achso, du willst das? Warte. Puff. Hammer! Das ist sehr interessant mit anzusehen. Nein. Das muss eigentlich hoch. Das kannst du nicht hoch machen, das ist das Problem. Okay, wir werden doch länger an diesem Ding sitzen. Warte, mach das mal. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Oh, meine Nase juckt. Das mal hier. Hab ich schon mal gesagt, dass ich in sowas eigentlich sehr schlecht bin? Nicht nur du. Wir müssen gucken, dass wir alle Löcher schließen. Boing. Kann man dann das hier auch nochmal rausziehen? Nee, schade. Nur die heller leuchten, kannst du rausziehen. Wir haben hier eine Leiter, für was ist die eigentlich da? Ich habe keine Ahnung, zum Hochlaufen? Hoppla, ich habe Erfolg gekriegt. Ich habe die Leiter kaputt gemacht. Okay. Sie plätschert. Alles klar. Hilf! Warte. Hier hast du noch ein Rohr. Hä? Dahin. Nein, nicht da rein. Nicht da rein. Ich will da rein. Rohre verlegen mal anders. Ja. Jetzt. Hallo? Eins brauchen wir noch, und das ist das hier, die Ecke. Yay, ich glaube, wir haben es jetzt kapiert. Okay, es braucht dann doch ein bisschen mehr, ne? Hirnschmalz. Ich drehe das Ding mal rund. Dankeschön. So. Ach nein, ich wieder. Dreh dich rum. Lach nicht. Ist nicht witzig. Oh Mann! Warte.
Warte mal, lass mich mal. Geh mal. Warte, nein, immer noch nicht. Immer noch falsch. Einmal so rum. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh jetzt weg. So. Jetzt so. Ich helfe dir. Wow. Oder warte, haben wir es anders? Jetzt, stopp, stopp, stopp. Wuhu. Dann probieren wir es mal. Ist jetzt richtig? Ja! Juhu! Wir sind intelligent. Intelligent, ja. Und unsere Intelligenzkeit ist ganz weit oben. So, wir sind bei 30 Minuten. Wollen wir erst einen Cut setzen? Ja. Gut, dann rätseln wir in der nächsten Folge weiter, ne? Also bis dann. Tschüss.